Jetzt darf ich unser Pastor Kai bitten, nach vorne zu kommen, und er fängt heute eine neue Predigtserie an. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Endlich darf ich mal wieder eine Predigtserie starten. Ja, wir haben überlegt, ich weiß nicht, wie es dir geht, selbst wenn man vielleicht schon länger Christ ist und länger im Glauben unterwegs ist, und es gibt so Dinge, die sind so, ja, so selbstverständlich, und die hört man immer wieder, und da sagt man auch, ja, das macht meinen Glauben irgendwie aus. Und wenn man dann so im Gespräch ist mit anderen Menschen oder wenn man mal selber drüber nachdenkt, was heißt das eigentlich, dann fängt man schon so ein bisschen an zu überlegen. Also was sind so, wir haben gedacht, es wäre gut, wenn wir uns mal so ein paar Fundamente unseres Glaubens anschauen. Also was sind so die Grundlagen unseres christlichen Glaubens? Was ist sehr zentral? Was ist total wichtig? Und wir wollen euch helfen, dass ihr wirklich auch euren Glauben begründen könnt. Weil man kann jetzt Leuten zum Beispiel sagen, hey, du brauchst das Kreuz von Jesus Christus. Und dann wird diese Person fragen, warum? Nenn mir doch mal Gründe, was der Tod von Jesus Christus am Kreuz vor 2000 Jahren mit meinem Leben zu tun hat. Und dann ist es wichtig, dass wir Antworten haben und dass wir selber eine Idee und eine Vorstellung davon haben, was unseren Glauben ausmacht. Ich glaube, auch gerade in unserer Zeit ist es wichtig, dass wir unseren Glauben auch begründen können und dass wir den Menschen auch das Fundament, das, worauf unser Leben aufbaut, dass wir Antworten haben, oder? Von daher wollen wir da mal uns ein paar Dinge anschauen. Wir wollen über das Abendmahl sprechen, wir wollen über das Wort Gottes, die Bibel sprechen. Wir wollen über die Taufe, die christliche Taufe reden, und heute darf ich anfangen mit dem Kreuz, das Kreuz. Ihr Lieben, ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht, das Kreuz. Das ist ja irgendwie so ein schönes christliches Symbol und ist tatsächlich ja auch das zentrale Symbol des Christentums. Es ist das Zentrum, das Kreuz ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Ohne das Kreuz gibt es keine Vergebung der Sünden, keine Rechtfertigung, Wiedergutmachung vor Gott, keine Versöhnung mit Gott, keine Beziehung zum Vater im Himmel. Und wisst ihr, heute ist das Kreuz sehr bekannt und es ist so ein nettes, schönes, modisches Accessoire, oder? Vielleicht haben einige Damen von uns so ein schönes goldenes Holzkreuz, das, oder am Ohrring Holzkreuz, ist so. Aber das Kreuz ist kein glattes oder glänzendes Schmuckstück, sondern ursprünglich war es ein raues, blutiges Folterwerkzeug. Aber es war nichts, womit man sich schmückte. Wir haben das irgendwann zu einem Symbol gemacht, aber das Kreuz, wovon die Bibel spricht, ist nichts Schönes, sondern es ist etwas sehr Ernstes, es ist, um ehrlich zu sein, etwas Brutales. Und wisst ihr, das Kreuz hat nicht einfach nur eine symbolische Bedeutung, sondern es bewirkt praktische Errettung. Das ist ein Unterschied. Es hat nicht nur einfach irgendeine symbolische Bedeutung, sondern es bewirkt praktische Rettung. Und wisst ihr, gerade deshalb war und ist das Kreuz damals wie heute schon immer ein Anstoß und eine Provokation. Erzeugt das Kreuz schon immer Widerspruch? Stört das Kreuz irgendwie, oder? Deswegen werden die Kreuze heute immer mehr verbannt und Barcelona hat das Kreuz aus seinem Logo genommen, um nicht irgendwelchen Menschen Anstoß zu geben, und Politiker verbannen das Kreuz aus den Sitzungssälen, weil das Kreuz ist nicht mehr schick und es sorgt für Spannung, oder? Viele wollen vom Kreuz nichts hören. Das war schon
immer so, von Anfang an. Paulus spricht darüber im Brief an die Korinther, 1. Korinther 1, ab Vers 18. Ich lese mal einige Verse. Da sagt er, denn das Wort vom Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, ist denen, die verloren gehen, Torheit, das heißt Dummheit. Uns aber, die gerettet werden, die das angenommen haben, ist es Gottes Kraft. Die Juden, sie fordern Zeichen und sagen, Gott, du musst es uns beweisen. Die Griechen, das war ein Bild für die Nation, für die Heiden, sie suchen Weisheit. Sie wollen alles verstehen, oder? Wir dagegen verkünden Christus und ihn als den Gekreuzigten. Das ist für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Dummheit, für die Berufenen, aber Juden wie Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist das Wort vom Kreuz, die Botschaft vom Kreuz. Ich möchte heute mal drei Argumente bringen, die man immer wieder hört gegen das Kreuz. Drei Argumente gegen das Kreuz. Zum Teil sind das auch Argumente, die man heute in den Kirchen hört. Und Christen sagen, ja, das mit dem Kreuz, das kann man doch heute nicht mehr so sehen und das müssen wir doch heute alles ein bisschen anders interpretieren und das ist doch eigentlich ganz anders gemeint als das, was es ursprünglich irgendwie passiert ist. Und ich möchte euch mal sagen, warum das Kreuz Widerspruch erzeugt. Der erste ist, dass Menschen sagen, ich bin kein Sünder. Ich bin kein Sünder. Weißt du, viele werden zwar zustimmen, dass mit uns als Menschheit und dass mit unserem Zusammenleben auf dem Planeten etwas nicht in Ordnung ist. Ich glaube, das haben die allermeisten kapiert, oder? Die meisten würden dem zustimmen. Die allermeisten davon würden aber ablehnen, dass sie selber persönlich erlösungsbedürftig sind. Sagen, ja, wir haben ein Problem, es ist nicht alles in Ordnung, aber dass ich persönlich Erlösung bedarf, dass ich erlöst werden muss, dieser Gedanke und die Idee ist für die allermeisten Menschen ganz weit weg. Warum muss ich erlöst werden? Wozu? Wisst ihr, wir sind historisch, geistesgeschichtlich so geprägt, vom Humanismus her, dass wir sagen, der Mensch ist an und für sich gut. Der Mensch ist gut und er wird eigentlich nur durch Erziehung, durch Sozialisierung, durch äußere Einflüsse und Umstände verdorben. So, das heißt, ich kann gar nichts dafür und ich bin auch nicht selber schuld. An sich bin ich gut. Der Mensch ist von Grund auf gut. Er wird nur durch bestimmte Dinge, die ihm passieren, verdorben. So. Das heißt, wir haben ein grundsätzlich ein positives, optimistisches Menschenbild. So, der Mensch ist ganz gut und der Mensch ist auch fähig, sein eigenes Schicksal und auch das Schicksal der Welt zu verbessern. So, ich kann mich optimieren, ich kann selber Dinge in Ordnung bringen. Das ist, wovon wir geprägt sind, was auch prägt, wie wir Politik machen, wie wir gesellschaftlich denken, wie wir miteinander umgehen. Und ja, dieses Mindset, diese Geisteshaltung hat über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte einen Knacks bekommen, weil wir haben irgendwie gemerkt, Erster, Zweiter Weltkrieg und die Auseinandersetzung, okay, so gut ist der Mensch vielleicht doch nicht. und nur mit gutem Zureden und guter Schulbildung allein ist es auch nicht gemacht. Wisst ihr, das ist so ein Stück unsere Haltung, zu sagen, ja, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht, eigentlich bin ich gut, eigentlich bin ich in Ordnung. Die Bibel macht deutlich, dass jeder Mensch, dass alle Menschen unter dem Einfluss
der Sünde stehen, dass wir alle durch den Einfluss der Sünde verdorben sind, nicht in Ordnung vor Gott sind und dass wir das selbst aus eigener Kraft auch nicht wieder in Ordnung bringen und wieder zurück in diese ursprüngliche Beziehung zu Gott kommen können. Paulus formuliert das mal so in Römer 3, Vers 23. Er sagt, ausschließlich alle haben gesündigt. Da ist nicht einer, der nicht gesündigt hat. Und deshalb verfehlen alle die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollte. Das heißt, wir alle verfehlen das Ziel, das Gott eigentlich für unser Leben hat. Wir alle haben die Herrlichkeit, die Schönheit, die Vollkommenheit, die Gott uns Menschen zugedacht hat, verloren. Das ist das Urteil, das Paulus hier spricht. Alle haben gesündigt und alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wisst ihr, deswegen geht es auch nicht darum, dass Jesus einfach nur so ein moralisches, ethisches Vorbild ist, wie wir ein bisschen besser leben können. Keiner ist gut. Da kommt jemand zu Jesus und sagt, oh Jesus, gepriesen und gesegnet sei deine Mutter, dass sie einen solch guten Menschen wie dich hervorgebracht hat. Was antwortet Jesus? Lukas 18, Vers 19. Er sagt, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Nur einer ist gut. Selbst Jesus, der ohne Schuld und Sünde war, sagt, hey, da ist keiner, der gut ist. Was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist. Das ist Gott und das ist der, und Gott ist der Maßstab. Gott ist der, der über allem steht. Und wisst ihr, das ist heutzutage und für jeden von uns, wenn wir ehrlich sind, eine unbequeme Wahrheit. Das fühlt sich nicht gut an, oder? Dass wir Sünder sind und dass unsere Sünden Konsequenzen haben, weil wir vor Gott verantwortlich sind. Dass da ein Gott ist, der sagt, hey, für das, was du tust, für das, wie du lebst, für das, wie du zu mir stehst, musst du dich einmal vor mir verantworten. Das ist keine so bequeme Wahrheit. Aber ich möchte dir sagen, Jesus kam nicht für die Gerechten, für die, die von sich meinen, hey, ich mach's doch gar nicht so schlecht, ich mach's richtig. Die, die meinen, hey, ich schaff's schon alleine durch meine guten Werke, vor Gott irgendwann gut dazustehen. Nein, Jesus kam nicht für Gerechte, sondern er kam für Sünder. Er kam, um Sünder zu retten. Er kam nicht, um gute Menschen zu retten, sondern er kam, um Menschen zu retten, die einsehen, hey, ich habe das Ziel verfehlt, mein Leben geht in die falsche Richtung, ich habe gesündigt und deswegen brauche ich Rettung. Paulus sagt mal in Römer 5, Vers 8, Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, nicht als wir irgendwann ein bestimmtes Level an sonst was erreicht haben, sondern als wir noch Sünder waren. Jesus starb nicht, weil du gut warst, nicht, weil du es verdient hast, nicht, weil du irgendetwas vorzuweisen hattest. Er starb für dich, als du noch ein Sünder warst. Wir waren Feinde Gottes, sagt Paulus. So, das ist dieses Argument, dass wir sagen, ich bin kein Sünder, ich bin gut und deswegen brauche ich keine Erlösung. Das ist ein häufiges Argument gegen das Kreuz. Das zweite Argument ist, ich brauche keinen Stellvertreter. Ich brauche niemanden, der an meiner Stelle irgendetwas für mich übernimmt oder trägt. Schon gar nicht meine Schuld. Dass Jesus meine Schuld auf sich genommen und auch die Strafe dafür getragen haben soll, das ist eine Vorstellung, die eigentlich die eigentlich in unserer Lebenswelt
unlogisch ist, weil Schuld kann man nicht einfach auf jemand anderes übertragen. Du kannst zwar jemand die Schuld zuschieben, aber du selber weißt, wer wirklich Schuld hat. Das heißt, du kannst nicht einfach deine Schuld auf jemanden übertragen und du kannst auch nicht einfach vor Gericht sagen, ja, die Person ist schuld, aber bitte brummt mir die Strafe auf. Ich halte den Kopf dafür hin. Ich gehe in den Knast. Geht nicht. Jeder, man nennt das in der Philosophie die sittliche Unvertretbarkeit. Das heißt, keiner kann für dein Verhalten, kann dich vertreten und die Verantwortung dafür übernehmen, kann das tragen. Das heißt, ich fasse das mal zusammen. Zum einen sagen wir, ich bin kein Sünder und deshalb brauche ich keine Erlösung. Und selbst wenn es so wäre, dann funktioniert keine Vertretung. Dann kann ich einfach irgendjemand anderes an meiner Stelle für mich die Konsequenzen übernehmen und tragen. Aber weißt du, genau das ist die Botschaft vom Kreuz. Dass da einer unseren Platz eingenommen hat. Dass da einer etwas getragen hat, was eigentlich wir verdient hätten. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 21, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Jesus wird an deiner Stelle verurteilt, damit du freigesprochen wirst. Damit du gerecht gesprochen wirst. Das ist schon krass, oder? Aber genau das ist am Kreuz passiert. Galater 3, Vers 13, da heißt es, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes. Was war der Fluch des Gesetzes? Das Gesetz offenbart uns den Willen Gottes. Es zeigt uns, wie wir leben sollen. Gott sagt, das ist der Maßstab, wie ihr in der Beziehung zu mir leben sollt und wie ihr miteinander umgehen sollt. Das ist der Maßstab. Und wisst ihr, der Fluch ist, dass keiner diesen Willen Gottes erfüllen kann. Keiner von uns kann diesem Anspruch Gottes gerecht werden, oder? Und der Fluch ist, dass jeder von uns die vor Gott Verantwortung dafür trägt. Aber jetzt heißt es hier, Gott hat Christus nun hat uns vom Fluch, von den Konsequenzen, den Folgen, dem Gericht losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Weißt du, er hat den Fluch genommen, damit du den Segen empfangen kannst. Aber wisst ihr, wir wollen weder schuldig, noch wollen wir abhängig sein. Weil wenn ich jemanden brauche, der das für mich in Ordnung bringt, dann bin ich ja abhängig, oder? Aber das Urteil der Bibel ist, wir alle sind schuldig. Und wichtig ist vielleicht auch zu sehen, dass die Vertretung von Jesus, die Stellvertretung von Jesus nicht meine persönliche Verantwortung ersetzt. Das heißt ja nicht, dass ich keine Verantwortung habe. Nein, weißt du, ja, Jesus trägt die letzte Konsequenz meiner Sünde, den Tod, dass ich verloren und für immer von Gott getrennt bin. Aber ich muss meine Schuld trotzdem bekennen. Und ich muss auch seine Gnade ganz bewusst im Glauben annehmen. Und ich muss von meinem falschen Weg umkehren und sagen, Jesus, jetzt will ich dir folgen. Wisst ihr, als Jesus, als da die Ehebrecherin ist und die Menschen mit den Steinen in der Hand stehen, die Pharisäer wollen sie steinigen, wollen das Gericht über ihre Sünde sofort vollstrecken, da sagt Jesus, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und da haben sie alle ihre Steine fallen lassen und sind betröppelt nach Hause gegangen, weil jeder wusste, hey. Und dann schaut Jesus diese Frau an und sagt, hey, wenn sie dich nicht verurteilen, verurteile ich dich auch nicht. Und jetzt geh hin, aber sündige nicht mehr. Das heißt, er spricht sie frei
von den Konsequenzen. Er vergibt dir, aber sagt, hey, und jetzt soll dein Leben eine neue Richtung bekommen. Das heißt, dass Jesus an meine Stelle tritt, heißt nicht, dass ich nicht selber Verantwortung vor Gott habe. So, das ist das Zweite. Und das Dritte, und das ist manchmal auch vielleicht das Schwierigste, ist, dass Menschen sagen, was ist das für ein Gott, der ein solches Opfer verlangt? Gott braucht kein Opfer. Schon mal gehört? Das Kreuz und dieser blutige Opfertod passt nicht zu unserer Vorstellung eines gnädigen und liebenden Gottes, oder? Ein Gott, der seinen einzigen, seinen heißgeliebten Sohn opfert für uns. Ich meine, was ist das für ein Gott? Und warum braucht Gott ein solches Opfer? Hätte Gott nicht auch andere Wege und Möglichkeiten finden können, das wieder in Ordnung zu bringen? Und damals war ja schon diese Vorstellung, dass die Heiden an ihre Götzen und Götter geglaubt haben, und die Vorstellung waren, wir müssen den Göttern immer wieder opfern. Warum? Um ihren Zorn zu besänftigen, oder? Um die Götter irgendwie gnädig zu stimmen. Und das ist, was wir so mit diesen Opferritualen irgendwie verbinden, was im Hintergrund so mitschwingt, zu sagen, oh, durch Opfer muss Sühnung und Wiedergutmachung bewirkt werden. Und dann fragt man sich vielleicht, hey, sollte Gott an einem solchen Opfer Freude haben? Und wisst ihr, die Spannung für uns ist, ja, Gott ist ein vollkommen gnädiger und er ist ein liebender Gott. Aber er ist genauso auch ein vollkommen heiliger und gerechter Gott. Das gehört auch zu Gott. Und deshalb gilt uns auf der einen Seite Gottes völliger Zuspruch, dass Gott sagt, hey, ich liebe euch. Aber das heißt nicht, dass ich über eure Schuld und all das hinwegsehen kann. Dass das ohne Konsequenzen bleibt. Dass nicht in irgendeiner Form Gerechtigkeit geschaffen werden und dass es wieder in Ordnung gebracht werden muss. Uns gilt sein liebevoller Zuspruch, aber da ist auch sein göttlicher Anspruch an unser Leben. Da ist auch Gottes Forderung an uns, ein Leben zu führen, das seinem Willen entspricht. Gott sagt zu seinem Volk Israel, das er sich erwählt hat, er sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Warum braucht es überhaupt Opfer? Im Alten Testament sehen wir das ja so, dass das Volk Gottes immer wieder für alles mögliche Opfer bringen musste. Die Priester im Tempel tagtäglich brachten verschiedene Opfer. Und ja, wisst ihr, die Opfer, die das Volk Israel Gott damals brachte, sie hatten einen gewissen sühnenden Charakter. Das heißt, in gewisser Weise geschah Wiedergutmachung. Aber wisst ihr, es ging von Anfang an nie nur um einen bloßen äußeren Ritus. Zu sagen, zack, Schwein haben sie nicht geschlachtet, aber ein Lamm, zack, ich bringe das hin und dann habe ich das Ritual da vollzogen. Es ging nicht einfach um einen bloßen äußeren Ritus, der von sich aus fast magisch Versöhnung und Rettung bewirkt. Zu sagen, zack, bäm und ihr wisst schon. Manchmal denken wir, dass so ein Ritus oder so eine äußere Handlung an sich schon etwas bewirkt, oder? Das ist ja das Verständnis, das Sakramentsverständnis, dass diese Sakramente, die Taufe, die Ölung, das Abendmahl, all diese Dinge, dass diese Sakramente, diese Handlungen von sich aus Heil spenden. Ja, es ist fast schon so ein magisches Verständnis, dass diese Sachen in sich, die Handlung an sich schon wirkt. Das ist nie, worum es Gott ging, auch nicht bei den Opfern. Wisst ihr, es ging Gott von Anfang an und am allermeisten um die richtige Herzenshaltung. Gott sagt irgendwann zu seinem Volk, ich will eure Opfer nicht. Ich bin eure Opfer satt. Ihr könnt so viel
opfern, wie ihr wollt. Ich will nicht Opfer, sondern ich will Barmherzigkeit. Es geht mir um euer Herz. Ihr könnt doch nicht mir opfern und eure Mitmenschen behandeln, respektlos behandeln oder belügen oder die Ehe brechen. Gott sagt, es passt doch nicht zusammen. Gott wollte schon immer, dass es echt und authentisch ist. Das heißt, dass es Ausdruck eines Lebens im Glauben und in der Liebe zu Gott und den Mitmenschen ist. Und wisst ihr, dazu kam auch noch, dass diese Opfer auch immer nur kurzfristig wirkten. Sie waren immer nur vorübergehend. Das war ja nicht einmal so, dass du hingegangen bist, du hast einmal geopfert und dann war die Sache erledigt. Nein, sie mussten immer und immer wieder opfern. Sie mussten, es musste ständig wiederholt werden. Das heißt, die Opfer im Alten Testament waren von Anfang an, und das war allen bewusst, ungenügend. Nicht ausreichend. Nicht ausreichend, um vollständige und dauerhafte Wiedergutmachung und Versöhnung mit Gott zu bewirken. Das war irgendwie allen klar. Wisst ihr, das ist wie Schmerztabletten. Ich brauchte vor einiger Zeit mal ein paar Schmerztabletten, weil ich irgendwie so Schmerzen im Bein hatte, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte. Und dann habe ich gedacht, oh, warum ist das nachts gerade immer so schwierig? Und dann habe ich gelesen, dass die Schmerzintensität nachts gegen 4-5 Uhr morgens am allerhöchsten ist. Naja, hast auch keine Ablenkung. Und ich habe wirklich, diese Schmerzen haben mir den Schlaf geraubt. Und ich schluck eigentlich ungern solche Tabletten, aber ich bin dann zum Arzt, der hat mir so eine Spritze hier reingegeben. Hat mein Oberschenkel ein bisschen eingecremt und bandagiert und dann hat er mir mal ordentliche Schmerztabletten gegeben. Und die haben wirklich geholfen. Nur als die Schmerztabletten alle waren. Weißt du, Schmerztabletten können für eine gewisse Zeit die Schmerzen lindern, aber sie lösen niemals das eigentliche Problem. Schmerztabletten können für eine Zeit die Schmerzen lindern, aber sie können das Problem nicht heilen, oder? Das geht nicht. Und genauso sind eigentlich die Opfer. Sie haben für eine Zeit gewirkt. Sie haben für eine Zeit das Gewissen entlastet vor Gott. Aber es dauerte nicht lange, da war das nächste Opfer nötig. Wie Schmerztabletten. Und es war auch klar, dass der Mensch nie selbst, egal durch welche Taten oder Riten oder sonst was, echte Sühnung bewirken kann. Und wisst ihr, was diese Opfer eigentlich deutlich gemacht haben? Sie machten deutlich, dass es ein anderes, dass es ein vollkommenes, ein einmaliges, ein endgültiges Opfer brauchte. Und das war Jesus. Wisst ihr, wir können Gott geben, was wir wollen. Es wird niemals reichen. Und deswegen war Gott selbst bereit, sich zu opfern und hinzugeben. Das Opfer zu bringen, das es brauchte. Jesus selbst hat durch seinen Tod alle Opfer unbedeutend und überflüssig gemacht. Gott hat sich durch ihn selbst hingegeben und uns mit sich versöhnt. Gott ist der Handelnde. Paulus beschreibt das mal im Hinblick auf das Volk Israel und den Tempelgottesdienst und die Opfer. Und er sagt, wisst ihr was, das braucht's alles gar nicht mehr. Weil durch Jesus ist das überflüssig geworden. Lass uns mal lesen, Hebräer 10, Vers 11 bis 18. Und da beschreibt er einmal den alten Gottesdienst, den die Priester im Tempel taten für das Volk. Und er beschreibt den neuen Gottesdienst, der auf dem gründet, was Jesus für uns getan hat. Da heißt es, der Priester aber muss jeden Tag neu den Altardienst verrichten und Gott immer wieder Opfer darbringen. Dennoch, trotzdem können diese Opfer keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Das heißt, der Dienst, der Priesterdienst, war von Anfang an ein unvollkommener Dienst. Und jetzt heißt es, Jesus Christus dagegen, und Paulus nennt ihn an anderer Stelle den hohen Priester, der vor Gott steht, Jesus Christus dagegen hat ein
ein einziges Opfer, nicht nur für ein paar, sondern für alle Sünden gebracht. Für immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen, die zu Gott gehören sollen, die das annehmen, in eine vollkommene, perfekte Gemeinschaft mit ihm gebracht. Und sind die Sünden vergeben, ihr Lieben, dann ist kein anderes Opfer mehr nötig. Weißt du, du kannst dich aufopfern ohne Ende. Und du kannst sagen, was kann ich, muss ich, soll ich Jesus noch bringen? Jesus hat alles vollbracht. Er ist das perfekte und vollkommene Opfer für uns geworden. Und wisst ihr, das Kreuz wird auch gerne darauf reduziert, dass Jesus sich dort am Kreuz mit uns Menschen identifiziert und solidarisiert hat, oder? Jesus ist Mensch geworden, er kam auf die Erde, er wurde einer von uns, er hat sich mit uns solidarisiert, identifiziert, er hat sich auch unter alles gestellt, er musste auch alles erdulden und erleiden. Und es wird gesagt, sein Opfer steht vor allem für wahre Liebe und Hingabe. Und darin ist Jesus uns allen ein Vorbild, weil es kann keiner größere Liebe haben, als sein Leben für einen anderen hinzugeben. Und so wird Jesus irgendwie so hochgehoben und zu sagen, oh, Jesus ist das Vorbild. Er hat uns gezeigt, was wahre Liebe und Hingabe bedeutet. Und Jesus hat sich, dadurch, dass er Mensch wurde und gelitten hat und gestorben ist, hat er sich mit uns identifiziert und solidarisiert. Er hat mit uns gelitten. Und ja, das stimmt. Jesus weiß um alles. Und das ist auch so tröstend, oder? Weißt du, das, was ich gerade beschrieben habe, ist richtig. Das ist richtig, aber es geht um viel mehr. Es dient einem viel größeren Zweck. Weißt du, Jesus wollte damit nicht nur seine Liebe zu uns demonstrieren, sondern er wollte Sünde und Tod eliminieren. Es ging nicht einfach nur darum, Liebe zu demonstrieren. Jesus starb, um Sünde und Tod zu eliminieren, aus dem Weg zu schaffen. Er starb für unsere Sünden. Warum? Um uns zu retten. Er tat es aus purer Liebe, aber er hat einen unfassbar hohen Preis dafür bezahlt. Deswegen ist die Gnade, die wir von ihm empfangen, auch niemals billige Gnade. Können wir sie gar nicht hoch genug schätzen, was Jesus bereit war, für uns zu geben. Weißt du, es war nicht nur eine Liebesdemonstration, sondern was Jesus dort tat, war eine gewaltige Rettungsaktion. Hätte Jesus das nicht getan, dann könnte keiner von uns gerettet werden und wieder zurück in die Beziehung zum Vater im Himmel holen. Wisst ihr, deswegen geht es um so viel mehr. Ich möchte schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wisst ihr, als Jesus dort am Kreuz hing und starb, da war es nicht einfach nur ein körperlicher Kampf. Jesus hat nicht nur körperlich gelitten, sondern es war vor allem ein geistlicher Kampf. Es war ein geistlicher Kampf. Jesus hat um unsere Seelen gekämpft. Jesus hat darum gekämpft, mit dem Teufel und seinen Engeln, den Dämonen, wer über unsere Ewigkeit bestimmt, wo wir unsere Ewigkeit verbringen können. Über das Sichtbare hinaus, in der unsichtbaren Welt. Es ging Gott nicht nur einfach um das, was gerade hier in der Gegenwart passiert, sondern es ging um darum, was in der Ewigkeit passiert. Wisst ihr, das, was am Kreuz von Golgatha passierte, das war ein kosmisches Ereignis. Ein kosmisches Ereignis ist ein Ereignis, das den ganzen Kosmos, unser ganzes Universum, die ganze Welt betrifft und etwas verändert. Es war ein kosmisches Ereignis. Golgatha ist der Schauplatz der Rettung der Welt. Golgatha ist der Schauplatz der Rettung der Menschheit.
Und wisst ihr, deshalb ist das Kreuz der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Deshalb ist das, ist und bleibt das Kreuz der Fixpunkt und der Ankerpunkt unseres Glaubens. Es funktioniert gar nicht anders. Der Fokus unseres Glaubens ist immer das Kreuz. Wir schauen immer auf Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten, der für unsere Schuld starb, damit uns vergeben ist, damit wir gerecht gemacht werden können vor Gott und so wieder in einer Beziehung mit unserem Vater im Himmel stehen können, über den Tod hinaus. Wisst ihr, das Kreuz ist der Ort, wo wir Vergebung empfangen, wo wir Rettung empfangen, wo wir Heilung empfangen. Hey, das Kreuz ist so mächtig. Es heißt, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Am Kreuz erleben wir Befreiung. Befreiung von der Macht der Sünde und der Finsternis, den dunklen Mächten. Am Kreuz empfangen wir Rechtfertigung. Wir selber konnten es Gott nicht recht machen. Wir konnten es nicht in Ordnung bringen. Am Kreuz ist der Ort der Versöhnung. Und weißt du, das Gute ist, du kannst und du musst es dir nicht verdienen. Du darfst es dankbar annehmen. Es ist ein Geschenk von Gott. Es ist pure Gnade, du kannst nichts dafür tun. Und weißt du, wenn du dort am Kreuz niederkniest und wenn du dort am Kreuz dein Leben, dein selbstsüchtiges Leben niederlegst und wenn du es an Jesus übergibst, wenn du es an ihn verlierst, dann sagt Jesus, dann wirst du das Wahre, das Echte, das Ewige, ein völlig neues Leben empfangen. Am Kreuz wird das getauscht. Am Kreuz wird das getauscht. Jesus nimmt das, was du nicht tragen kannst. Jesus übernimmt das, was du nicht leisten kannst. Und du kriegst das, was er trägt, was ihm vom Vater gegeben ist. Er nimmt den Fluch und du kriegst den Segen. Er lässt dich schlagen, um dich zu heilen. Er wurde arm, damit du reich sein kannst. Dafür steht das Kreuz. Wisst ihr, am Kreuz hat Jesus triumphiert über Sünde, Tod und Teufel. Er hat alle Mächte und Gewalten zur Schau gestellt und besiegt. Am Kreuz hat er der Schlange den Kopf zertreten. Gott wusste schon damals im Garten Eden, hatte er schon den Plan, wie er das, was da kaputt gegangen ist, wieder in Ordnung bringen kann. Und er sagt, ja, lieber Feind, du wirst dem Menschensohn, du wirst ihm in die Ferse beißen. Aber ich sag dir eins, da kommt der Menschensohn, mein Sohn, und er wird dir den Kopf zertreten. Das hat Jesus getan. Und deswegen können auch wir auf Schlangen und Skorpione treten, auf das, wenn der Feind gegen uns kommt, weil er ist unter unseren Füßen, wenn wir unter der Herrschaft von Jesus Christus leben. Er ist gestorben, aber wisst ihr, er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden und er lebt und wir dürfen mit ihm leben. Am Kreuz hat Jesus Tod in Leben, hat er Fluch in Segen verwandelt. Er hat das größte Wunderwerk vollbracht, das diese Menschheit jemals gesehen hat. Als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, ihr Lieben, da gab es eine Sonnenfinsternis. Es war stockdunkel. Und es gab ein Erdbeben, ein kosmisches Ereignis. Und die Gräber sind aufgegangen. Und die Toten kamen aus den Gräbern. Und sie sind ihren Liebsten begegnet. Und das war ein prophetisches Zeichen für das, was dort am Kreuz passiert ist. Dass Jesus uns befreit und dass er uns gerettet hat. Wisst ihr, am Kreuz streckt Jesus liebend seine Arme aus. Er streckt dir liebend seine Arme entgegen. Jesus steht vor uns mit ausgebreiteten Armen. Jeder kann kommen. Du musst es nur annehmen. Und ihr Lieben, deswegen, auch wenn das Kreuz und der Tod von Jesus für viele Leute eine Dummheit sind, wenn sie sagen, mit Weisheit hat das nicht viel zu tun. Ja, mag sein. Aber es ist Gottes Weg, uns zu retten. Die Botschaft vom Kreuz muss verkündigt werden.
Ihr Lieben, das Kreuz muss das Zentrum unseres Glaubens sein. Weil es relevant ist für jeden Menschen. Am Kreuz kommt keiner vorbei. Der Weg zu Gott führt nur über das Kreuz. Das Kreuz ist die Brücke. Jesus hat durch seinen Tod eine Brücke gebaut, sodass die Trennung zwischen uns und Gott überwunden werden kann. Er hat das überwunden. Das ist das Evangelium. Unser lieber Graziano hat vor kurzem für unseren BFP so eine kleine Instagram-Andacht gemacht zu Karfreitag und er hat gesagt, ich hab's am Kreuz. Ich hab's am Kreuz. Sagt er, nee, ich hab's nicht am Rücken. Ich hab's am Kreuz. Ich hab Rettung am Kreuz. Ich hab Heilung am Kreuz. Ich hab Versöhnung am Kreuz. All das hab ich am Kreuz durch das, was Jesus getan hat. Ihr Lieben, ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wisst ihr, wenn du möchtest, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, in deinem Leben zur Wirkung kommt, wenn du willst, dass dieses Opfer wirkt in deinem Leben, dann musst du es annehmen. Wisst ihr, das funktioniert nicht, wenn wir sagen, hey, eigentlich bin ich ganz okay, eigentlich bin ich gut, eigentlich bin ich in Ordnung, irgendwie kriege ich das schon selber hin. Nein. Wisst ihr, was wir machen müssen? Das, was schon damals alle Menschen gemacht haben, die erkannt haben, wer Jesus Christus wirklich ist. Wisst ihr, da sind die Hirten und da sind diese weisen, reichen, einflussreichen Männer, die von weit her gekommen sind, stehen vor einer Krippe. Vor einer Krippe und da liegt ein Baby drin. Und sie gehen auf die Knie, sie bringen ihm ihre Schätze, sie beugen sich vor ihm und sie beten ihn an als den König der Welt. Weil du kannst nur knien vor dieser Krippe stehen. Wisst ihr, und als Jesus dort am Kreuz hängt, viele verspotten ihn, viele machen sich lustig, viele sagen, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann steig vom Kreuz herab. Anderen konntest du helfen, dir selber nicht. Und dann waren die erkannt haben, wer da wirklich hängt. Und sie haben sich niedergekniet, dass dieser römische Hauptmann, der sagt, der war wahrlich Gottes Sohn. Du kannst nur knien. Und wisst ihr, Paulus beschreibt das einmal. Wir müssen niedriger sein als Jesus, weißt du. Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 6 bis 11. Er sagt, obwohl Jesus Christus Gott war, er war Gott gleich, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er hielt das nicht wie ein Raub fest. Er klammerte sich nicht daran. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und auch als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Und vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde sind, in der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Weißt du, Jesus lag in einer Krippe. Die Menschen haben vor ihm niedergekniet. Jesus hing am Kreuz und die Menschen knieten vor ihm nieder. Und jetzt sitzt Jesus auf dem Thron zur Rechten des Vaters. Und die Erde ist der Schemel seiner Füße. Es ist alles, steht alles unter seiner Herrschaft. Die einzig angemessene Reaktion darauf ist, dass wir unsere Knie beugen und dass wir mit unserer Zunge bekennen, dass er der Herr ist und dass wir ihn verkündigen und bezeugen als den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus, den Retter der Welt. Ihr Lieben, ich möchte euch die Möglichkeit geben, auf das Kreuz zu reagieren. Und vielleicht bist du heute da und du nimmst das nochmal ganz bewusst an. Und ich vertraue darauf, dass die Kraft, dass das Kreuz die Kraft Gottes freisetzt in deinem Leben. Dass das Kreuz seine Wirkung in deinem Leben entfaltet, was auch immer du am Kreuz jetzt brauchst. Lass uns nochmal dieses Lied singen, dort am Kreuz. Und lass uns das unsere Antwort auf das sein, dass wir uns nochmal vergewissern, was Jesus am Kreuz vollbracht hat.
und dass wir ihn verkündigen als den Gekreuzigten.